Hallo, heute habe ich diese Pilz gefunden. Sehen Sie, ich weiß es nicht, wie heißt in Deutsch, aber das ist gleicher wie in Thailand. Und jetzt erinnere mich an Tom Kha Kai. Also heute koche ich Tom Kha Kai für Ruslan mit dieser Pilz. Los geht's. Habe schon gemacht mit Kuh und Karotte auch. Und dann Hähnchen. Noch Zwiebeln. Das ist Lime Leaf. Lime Leaves. In Englisch glaube ich. Habe ich gekauft. Und das ist Heißkar. Das Heißkar. Wie Ginger, aber nicht gleich. So, wir brauchen noch Chili und ich denke, diese gibt keiner in Deutschland oder sie können in Thai Geschäft sagen. Das heißt Makampiak. Makampiak, ja? Ich habe von Thailand mitgebracht. Oder sie können Zitrone benutzen, ja. Das ist sauer. Und jetzt, das Wasser schon. Achso. Jetzt das Wasser schon heiß. So. Zwiebeln. Und diese habe ich geschnitten. Lass. Ich habe kein Lemonglas, so benutze ich nicht. Ein Hähnchen. Nicht so viel Wasser, weil sie Kokosmilch benutzen muss später. So viele Hähnchen, oder? Lass bis das Wasser heiß noch einmal. Machen Sie das nicht. Das ist verboten. Okay. Dann nehmen Sie diese raus. Ich weiß es nicht, wie heiß in Deutsch. Das ist nicht so schön. Wie möglich. Okay. Und dann benutze ich Fish Salt. Und dann ist der sauer Geschmack. Wenn Sie Zitrone benutzen, benutzen Sie ganz später. Wann alles fertig. Wann alles fertig sind. Thank you.
ist schon fertig. Aber brauche ich noch ein bisschen sauer. Also habe ich diese, weiß es nicht wie heißt, Nudeln gemacht, ja? So zum, nein, ausmachen. Und dann nehme ich Zitrone. Ja, einfach Zitrone. Aber sie muss ausmachen. Die erste muss sie, müssen sie ausmachen und dann kann sie Zitrone benutzen. Ja. Wie wollen sie? Kann man auch Salz, wenn sie möchte, mehr salzig. Salzig. Mhm. So. Ja. Fertig. Und schmeckt sehr, sehr lecker. Entschuldigung. Ja, in Thailand habe ich nicht oft gekocht. Aber in Deutschland habe ich viel, viel gekocht. Gestern habe ich Pad Thai gekocht und schmeckt sehr lecker. Ich glaube das nicht auch. Guck mal, schmeckt so gut. Besser ein Restaurant, sagst du nichts zum anderen. Und dann das Restaurant böse auf mich. Aber besser und nicht so teuer. Und das ist viel. Russland kann auch zur Arbeit mitbringen. Verstehen Sie? Schmeckt gut. So, unsere Lieben, jetzt hat die Pinja, gestern hatte sie lecker Pad Thai gekocht. Und heute gibt es lecker Tom Kha Gai mit Hähnchen. Und wie lange hast du gebraucht? Gai ist Hähnchen. Gai. Und was ist ein Ei? Auch Gai. Kai Mai. Okay, und wie lange hast du gebraucht, bis das fertig ist? Eine Stunde? Okay, aber ich hoffe, das schmeckt gut. Ist es auch scharf? Nein, das, zum Glück. Das ist besonders scharf für mich. Ach, so viel Chili? Das kann doch nicht sein. Du machst doch deinen Magen kaputt. Junge Frau, so geht's nicht. Also bei mir lieber nicht so scharf machen, sonst kann ich nicht mehr atmen. Mhm. Also liebe Leute, euch einen guten Appetit und wir sehen uns. Bis dann. Ja, die Pinja lernt heute fleißig Deutsch, morgen hat sie eine B1-Prüfung. Ja, ich musste ganz Tag heute nicht lernen, aber hier muss man ein bisschen. Ja, weil morgen ist ein sehr, sehr anstrengender Tag aber für sie. Aber ich lerne nicht so viel bis 9 Uhr und dann entspanne ich mich. Genau, dann entspanne ich mich, dann, ja. Dann kannst du mit dem hier sich ein bisschen entspannen, mit dem kleinen Luca. Der hat ein schönes Leben. Morgen fahre ich die Pinja noch zur Prüfung und dann nehme ich euch mit. Bis morgen. So, meine Lieben, jetzt habe ich die Pinja gerade eben abgeholt. Sie hatte heute ihre B1-Prüfung. Ja, ich denke, ich bekomme dieses Zertifikat. B1, ja? Ja, aber vielleicht so nicht so gut oder gut. Vielleicht Mitte, ja? Komm, gehen wir. Jetzt bringe ich die Pinja, sie möchte einen Burger essen, zum Burger King. Was sie? Sie haben meine Handy ganz Tag genommen. Ich kann nicht meine Mann anrufen. Ach so, dein Handy wurde genommen? Ja. Yeah. Also du hattest kein Handy dabei? Ja. Yeah. Ach so. Außer auch, kann ich. Okay, interessant. Ja. Yeah. So, was möchtest du essen, Pinja? Hamburger. Mhm. Gucken wir mal. Was? Den großen, nicht klein. Den großen Hamburger. Okay, da freut sie sich. Sie mag das Essen. Ich denke, ich schaffe das. Aber ja? Ja. Ganz 99%. Ja, und was war für dich das Schwierigste? Das Sprechen und hören Schreiben? Hören und Lesen. Die erste Stunde. Ja. Schwierig. Ja. Hören und Lesen. Und ja. Sprechen. Schreiben nicht so. Ja? Schreiben okay. Okay. Ja, welche Fragen waren da so? Schreiben, ja. Ja. Schreiben bekomme ich 2 Minuten, aber ich habe über Spielplatz genommen. Spielplatz? Okay. Sie hat gesagt, was passiert, was gefällt mir nicht und was wolle ich und warum das ist schlimm, warum das ist schlecht und was ist wichtig für mich. Ja. So vier Fragen in diesem Thema. Ja. So, ich habe gesagt, das ist vor einem Monat, bin ich in diesem Haus eingezogen. Ja, genau, richtig. Alles
alles sind wirklich schön. Okay, sehr gut, ja. Aber gestern war ich im Spielplatz. Ja. Viele, ungefähr, ich weiß es nicht genau, was habe ich gespielt. Ja. Und ich habe gedacht, einfach viele Geräte für Kinder. Ja. Es funktioniert nicht richtig. Ja, das ist richtig. Ja, die funktionieren nicht richtig, ja genau. Also das finde ich, wenn die Geräte funktionieren nicht gut, dann ist es so schlimm für Kinder. Ja, nicht gut für Kinder, und ja. Finde ich. Ja, ist gut, finde ich. Glaube, aber was war für dich das Schwierigste? Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören? Hören, Lesen. War für dich das Schwierigste, ja? Und sprechen. Und was passiert, wenn jemand gut schreibt, gut hört und gut liest, aber nicht sprechen kann? Nein, passt nicht. Bekommen Sie kein Zertifikat. B1. Kein, B1, ja. Bekommen Zertifikat, aber kein B1. Okay. Man muss die erste, man muss sprechen bestehen. Mhm. Die erste. Und dann, Sie können einfach andere, zum Beispiel sprechen, bestehen Sie, ja? Ja. Und andere muss ich bestehen, zum Beispiel lesen und hören, mhm, oder schreiben. Also man muss in zwei Kategorien gut sein. Zum Beispiel sprechen und etwas anderes. Ja. Das ist gut, das ist okay. Ja. Aber Sie muss hören und lesen B1 und ja, sprechen B1 und dann passt. Okay. Oder sprechen B1 und schreiben B1. Ja. Man hört und lesen A2, das ist kein Problem. Okay. Muss zwei Sachen. Ja, 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 ja. B1 bestehen. Okay, verstehe. Aber die erste muss sprechen. Ja. Ich hoffe, dass du das bestanden hast. Und ich habe noch geschrieben, und ich habe, warum das ist schlecht für mich, weil ich habe keine Sohn und er immer dort nach der Schule. Nach der Schule geht, ja. Nach der Schule, ich habe geschrieben, dem. Die Schule, also nach der Schule. Die kann nicht so schlimm, aber ja, ein bisschen. Und was ist, warum wichtig für mich? Ich habe geschrieben, ja, ich habe schlimm für Kinder, aber wichtig für mich, dass ich habe einen Sohn. Ja. Das ist Fantasie, verstehen Sie? Ja. Und was wolle ich? Ich habe geschrieben, ich möchte. Was will ich? Was ich wollen was, Sie? Ah, was wollen Sie? Okay. Was will ich? Ja. Ich habe geschrieben, können Sie bitte einen Handwerker? Ja, Handwerker. So, um Komma und um die Geräte zu reparieren. Okay. Und ich habe noch geschrieben, es wäre lieb von Ihnen, ja, wenn Sie sehr gut. Handwerker. Genau. So schnell wie möglich schicken könnten. Ja, sehr gut, Pina. Gibt ich warte auf Ihre Antwort. Ja. Und bedanke mich bei Ihnen für Ihr Verständnis. Sehr gut, Pina. Ich glaube. Mit freundlichen Grüßen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich hoffe, du hast es auch verstanden. Genau. Und wann kriegst du das Ergebnis? Wann kriegst du das Ergebnis? Sie hat gesagt, 3 Wochen. In 3 Wochen. Okay. Aber meine Frau hat gesagt, nee, vielleicht 4 oder 6. Ja. Also, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Unsere lieben Abonnenten, ob die Pina die B1-Prüfung bestanden hat oder nicht. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund, gebt uns auf jeden Fall ein Like, abonniert unseren Kanal und schreibt einen Kommentar. Wir freuen uns auf euch. Bis dann und ein schönes Wochenende für alle. Tschüss!